So, hallihallo, herzlich willkommen zu Let's Play Aurora 4X. Das ist ein Weltraumstrategiespiel, das ist so ungeheuer komplex. Das ist in der Lage, eine komplette Galaxie mit ungefähr 1000 Sonnensystemen zu simulieren. Und dementsprechend, da es so viel simulieren muss, verzichtet es auf Grafik und wie ich schön in einem Foreneintrag gelesen habe, hat es dadurch halt dann leider den grafischen Charme von einem ja, Steuererklärungserstellungsprogramm oder sowas. Also es sind eigentlich hauptsächlich Tabellen, aber es ist halt, ja, es ist unglaublich detailliert, es ist unglaublich kompliziert, es ist extrem tiefgängig und deswegen hat es ungemeinen Charme und ist wahrscheinlich, ja, es ist, wird bezeichnet als das Dwarf Fortress im Weltall. Und ja, es ist enorm spannend und es macht enorm Spaß. Man muss sich halt da nur ja, im Klaren drüber sein, dass man grafisch nichts erwarten kann. Es ist halt dann alles irgendwie Fantasie überlassen. So, wir erstellen ein neues Spiel und zwar nennen wir das Einfallsreich, wie wir sind, Let's Play. Das Startjahr ist 2025. Maximale Anzahl der Sonnensysteme ist 1000. Ne? Also ist enorm viel. So, dann haben wir hier Empire Title, das lasse ich alles unverändert. Main Empire Theme United Kingdom ist eigentlich, ja, wir könnten uns noch was anderes raussuchen. Also ich habe keinen Bock auf Deutschland, weil da klingen sämtliche Namen extrem scheiße und sämtliche Titel. Deswegen, ja, wird es wohl Nations of Earth. Und hier haben wir noch eine Einstellungsmöglichkeit, die enorm wichtig ist. Und zwar so zur Vorgeschichte. Die Menschheit hat Elemente entdeckt, die es ihr ermöglichen, enorm schnell zu reisen beispielsweise oder Strukturen zu bauen, die enorm widerstandsfähig sind, solche Dinge. Und diese Elemente heißen Transnewtonian Elements. Wie die genau aussehen, werde ich euch nachher gleich zeigen. Oder was das genau für welche sind, werde ich euch, wie gesagt, gleich zeigen. Wir haben hier die Auswahlmöglichkeit, als Transnewtonian Empire zu starten oder konventional zu starten. Konventionell heißt, dass wir ja so auf dem technologischen Stand sind, auf dem wir in etwa heute sind. Wir wissen jetzt quasi, dass es diese Elemente gibt, aber noch nicht mehr. Ne? Also mit Transnewtonian Empire würde man quasi so eine Art erweiterten Start machen oder erweiterten Start freischalten. So, dann haben wir hier unsere Spezieswerte, unsere Toleranzen, zum Beispiel also Sauerstoffdruck, Gravitationsabweichung, außerdem Abweichung der Temperatur und atmosphärischen Druck, den wir aushalten können. Unsere Startpopulation ist 500 Millionen. Also ihr könnt euch vorstellen, es war ein riesiger Krieg auf der Erde. Und leider wurden da dann so circa 7 Milliarden Menschen dahin gerafft. Ja, es sind noch 500 Millionen übrig, um eine neue Zivilisation aufzubauen, die in Frieden und global dann hoffentlich zusammenlebt. Wir haben hier unser Startsystem, das ist Sol, also das Sonnensystem, und wir machen hier Random Jump Points. Das sind Sprungpunkte, mit denen wir in andere Sonnensysteme gelangen. So. Außerdem, das hier unten brauchen wir nicht. Generate Soul System, also unser Sonnensystem. Und wir starten unser Empire auf der Erde. Dann haben wir die Möglichkeit, hier KI-Gegner einzustellen. Machen wir erstmal aus. Das hier oben, Race Generation Chance, beschreibt, dass ein Computergegner 10% Chance hat, wenn er in ein Sonnensystem reinkommt, eine andere Computergegnerrasse zu erstellen. Wenn wir irgendwo reinspringen, haben wir eine 30%ige Chance. Ja, damit das Spiel relativ zügig läuft und am Ende nicht so direkt schon rumstottert oder so oder langsam läuft, werde ich Computergegner von Anfang an erstmal ausschalten. Ich werde die Anzahl der Computergegner auf 0 setzen, die beim Start erstellt werden. Das hier lasse ich an und dann werde ich hier noch Generate Only Non-TN Races. Das macht das.
This applies to NPR New Player Races. Ja, keine Ahnung. Das macht das ganze Spiel ein bisschen einfacher und so kann ich mir halt mehr Zeit lassen, um mein Empire auf Vordermann zu bringen und in andere Sonnensysteme zu reisen. Außerdem bin ich dann halt einfach der Big Shot im Sonnensystem und nicht im Sonnensystem, in der Galaxie und habe dann schon Raketen, die ewig weit fliegen und bin einfach der Stärkste. So, hier lasse ich ansonsten alles gleich und hier machen wir noch Orbital Motions für Asteroiden an. Das macht das ganze Spiel zwar ein bisschen langsamer, aber halt auch realistischer, weil sich dann die Asteroiden auch bewegen. So, und dann klicken wir auf Create Game und jetzt rechnet er so ein bisschen rum. So, also was kann man erwarten von dem Spiel? Wie ich schon gesagt habe, definitiv nicht die allertollste, neueste, schönste Grafik. Das Spiel wurde von einer Person programmiert und gibt es jetzt schon seit Jahren. Das ist jetzt Version 7.1, die ich hier jetzt gerade im Moment habe. Derzeit ist, glaube ich, 7.2 auch schon raus, mit ein paar Bugfixes und so. Und das Tolle ist, das ganze Spiel ist gratis. So, jetzt sagt er mir Game Setup Complete. Perfekt. Hier steht jetzt unser Game Name, Let's Play. Und dann können wir hier auf Select und puff. Das hier ist das Spiel. Ja, die Leute, die jetzt wegen tollen Lasern und so hierher gekommen sind, tut mir leid. Ich muss euch leider enttäuschen. Ihr könnt aber trotzdem mal bleiben und gucken, ob es euch in etwa zusagt. Weil wie gesagt, wenn man so ein bisschen Fantasie hat, dann kann man sich im Kopf schon ausmalen, wie so Schiffe aussehen könnten und so weiter und so fort. Ist ein bisschen nerdig, aber naja. Ich bin halt ein Nerd. So, System Maps. Das hier ist eigentlich der Bildschirm, in dem wir die meiste Zeit im Spiel verbringen werden. Das ist die Systemkarte. Und zwar werden wir hier jetzt mal reinzoomen. Das hier ist unser Sonnensystem. Also hier haben wir den äußeren Asteroidengürtel. Hier haben wir Neptun, Uranus, was hier Saturn. Dann haben wir den inneren Asteroidengürtel. Davor aber noch, ah ja, das war Saturn. Dann haben wir hier Mars, Merkur, Venus und hier ist die Erde. Hier, das da in der Mitte jetzt gerade. Und hier haben wir nebendran den Mond. Wunderhübsch. Ja, dieses kleine Fleckchen hier sind wir. Und das hier ist unser komplettes Sonnensystem. Hier haben wir mehrere... was sind denn das? Asteroiden? Ne, Meteore? Keine Ahnung. Die fliegen immer wieder rein zur Sonne und dann wieder raus. Also hier McNaught-Russell ist jetzt zum Beispiel auf dem Weg nach draußen. Dann gibt es hier noch Zwergplaneten und allen möglichen Krimskrams. Das Ganze ist so ein bisschen arg verwirrend, deswegen werde ich jetzt hier so ein paar Einstellungen tätigen, zum Beispiel Show Jump Point Survey Locations. Machen wir aus. Puff, dann ist schon mal ein bisschen was weg. So, dann gehen wir hier mal in Display 2. Asteroids with Minerals Only. Klick, dann ist schon mal einiges mehr weg. Und Show Mineral Packets, das ist für später. Machen wir aus. Ich erkläre alles dann halt, wenn wir es brauchen. Ich kann da jetzt nicht ein komplettes Tutorial machen. Das ja, würde einfach nicht gehen. Das würde keinen Sinn machen. Deswegen werde ich alles erklären, während ich es mache. Also hier haben wir jetzt zum Beispiel noch den Reiter Contacts. Da können wir noch einstellen. Keine zivilen Schiffe. Das wird für später ebenfalls wichtig. Ich werde es dann irgendwann zwischendurch mal nochmal kurz anmachen. So, dann haben wir unsere Karte eingestellt. Dann gehen wir noch kurz hier in das erste Fenster rein. Also das hier ist die Benutzeroberfläche. Hier oben sind so sämtliche Fenster, die wir brauchen, und sämtlich um Einstellungen machen zu können. Hier ist die Zeitstufe, also es ist quasi so eine Art rundenbasiertes Strategiespiel und wir können aber die Länge der Runden definieren. Also es können 5 Sekunden sein, das ist halt dann wichtig während Kämpfen, oder 30 Tage, was dann halt extrem wichtig ist, wenn wir dann irgendwie auf irgendeine Forschung warten, die so 3 Jahre dauert oder so. So, und hier oben, wie gesagt, können wir sämtliche Einstellungen tätigen. Hier der erste Knopf bringt uns zur Population and Production Übersicht. Also wir haben den 1. Januar 2025 und das hier sind, und hier auf der Seite werden sämtliche Kolonien von uns aufgelistet. So, ich werde das jetzt mal bei Function gruppieren, also durch nach Funktion. Und zwar haben wir hier bevölkerte Systeme, die Erde. Mehr haben wir nicht. So, hier wird alles aufgelistet, was wir auf der Erde so haben.
Ja, die Spezies ist menschlich, Population 500 Millionen. Pro Jahr haben wir eine Bevölkerungswachstumsrate von 2,5%. Infrastructure erkläre ich später. Produktionssektor, Breakdown, da haben wir, also das ist halt wichtig, wenn man dann sehen möchte, wie viel Menschen können wir noch in irgendwelche Sachen reinbuttern. Also zum Beispiel, wie viel Fabriken können wir noch bauen, also wie viel verfügbare Arbeitskräfte haben wir noch. Gerade im Moment 43 Millionen. Protection Level gehe ich auch darauf ein, sobald es wichtig wird. Geological Survey Team, das ist so eine Truppe aus 5 Spezialisten, die kann man auf einer auf einem Gott, auf einer Kolonie aussetzen und die, oder absetzen, nicht aussetzen, absetzen und die untersuchen einem dann den Boden, sämtliches Gestein und so weiter und gucken, ob da noch weitere von diesen Trans-Newtonian Elements zu finden sind. So, dann haben wir Militärakademie und so weiter und so fort. Wir haben wir zum Beispiel unsere Signatur unserer Kolonie, die thermale Signatur liegt bei 8020, also es ist schon extrem hoch. EM-Signatur liegt bei 30.000. Ja, das beschreibt einfach, wie sichtbar ist unsere Kolonie, falls jetzt ein Schiff durch irgendein Sprungtor in unser Sonnensystem kommen würde. So, das ist der erste Reiter. Der zweite Reiter ist die Industrie. Wir haben, ach ja, hier Conventional Industry 1000. Diese Conventional Industry, das sind die Fabriken, die wir gerade auf der Erde haben. Also auch, man kann sich so vorstellen, die Fabriken, die wir heutzutage auch auf der Erde haben. 1000 Stück. Ja, das ist natürlich jetzt nur eine fiktive Zahl. Diese Conventional Industry, die übernimmt für uns Construction, also sprich Bau von Installationen, also weiteren Gebäuden, oder aber auch Bau von Raketen, oder aber auch Bau von Jägern und so weiter und so fort. Wichtig sind für uns die Installationen erstmal. Außerdem ist es genauso unsere Treibstoffraffinerie quasi. Also wir haben hier 1000 Fabriken, die Treibstoff für uns raffinieren. Gleichzeitig ist es zudem auch noch unsere Minen. Also wir haben 100 Ground-Based Mines, also bodenstationierte Minen. Und die liefern uns eine Produktivität von oder eine Produktion von 1000 pro Material oder pro Element. Und hier sehen wir unsere Trans-Newtonian Elements. Und da haben wir zum Beispiel Duranium, das ist sowas wie Stahl, Neutronium, Carbamid, bla bla und so weiter und so fort. Wichtig ist hier, Thorium ist quasi der Ersatz für Öl. Daraus raffinieren wir unseren Treibstoff. So. Hier sehen wir, wie viel wir von sämtlichen Mineralien haben. Außerdem ein sehr wichtiger Punkt ist die Accessibility, also die Verfügbarkeit. Die beschreibt quasi, ob unsere Trans-Newtonian Elements leicht zu erreichen sind oder ob wir dafür extrem viel Aufwand betreiben müssen. Diese Accessibility bestimmt, wie viel wir pro Jahr produzieren. Also die Grundproduktion liegt bei 1000. Bei einer Accessibility von 0,9 oder auch 90% kriegen wir halt nur 900 raus anstatt 1000. Ne? Weil 90% von 1000 sind 900. Wenn wir hier bei Neutronium gucken, 50% von 1000 sind 500. So, dann haben wir hier noch schön aufgelistet, welches Material zum Beispiel als erstes ausgeht. Das ist hier Corbomite. Das wird uns als erstes ausgehen. Das heißt, wir müssen dann innerhalb unseres Sonnensystems und der Galaxie dann halt irgendwann auch gucken, ob wir zum Beispiel für Corbomite eine andere, bessere Quelle finden. So, unser Stockpile, also quasi unser Lager und so weiter und so fort. Hier haben wir unsere Schiffswerften. Carter Repair and Marine ist vom Typ Navy, also sprich für unsere Militärbauten. Hat gerade eine Kapazität von 1000 pro Slipway. Mir fällt das Wort immer noch nicht ein. Das ist ziemlich klein, kann ich euch jetzt schon sagen. Später gibt es dann auch noch Civilian Shipyards, wo wir dann zum Beispiel sowas wie Frachter bauen können oder Asteroide
Ach Gott, Asteroidenbergbauschiffe. Jetzt habe ich es. Können wir dann zum Beispiel auch in so Civilian Ship Mines, Shipyards bauen. Und da haben wir einfach den Vorteil, dass die halt wesentlich günstiger aufwertbar sind. Also wir können dann hier zum Beispiel die Shipyard erweitern mit mehr Platz, also 10.000 Tonnen noch draufsetzen auf die 1.000, die wir hier haben. Und dann könnten wir Schiffe mit einer Gesamtmasse von 11.000 Tonnen bauen. Und bei Civilian Shipyards geht das halt wesentlich einfacher und besser. So, Shipyard Tasks ist für uns uninteressant, da ist nämlich gar nichts drin. Das hier ist so ziemlich einer der wichtigsten Bildschirme in dem ganzen Spiel. Wie ihr euch vorstellen könnt, in so einem Strategiespiel ist es natürlich extrem wichtig, dass wir forschen. Wir haben verschiedene Sparten der Forschung, hier zum Beispiel Biologie und Genetik, Produktion und, was ist denn das, Construction, Bau, also Fertigung, nee, nicht Fertigung, Bau, also wirklich Gebäude, defensive Systeme, dann haben wir noch Energiewaffen, sowas wie Laser zum Beispiel, Logistik und Bodenkampf oder Bodentruppen. Dann haben wir noch Raketen und kinetische Waffen, Energiegewinnung und oder halt sowas wie Kraftwerke und Antriebe, außerdem Sensoren und sowas wie Feuerkontrolle. Also das kann man übersetzen mit sowas wie ein Zielcomputer für Raumschiffe dann halt und Waffensysteme. So, hier drüben haben wir unsere ganzen Wissenschaftler. Die sind alle hier aufgelistet und jeder hat so sein eigenes Spezialgebiet, das rein zufälligerweise gerade auch hier zum Beispiel mit den Forschungsgebieten überlappt. Hier haben wir zum Beispiel Jay Field, der hat das Spezialgebiet Power and Propulsion und der würde uns einen Bonus von 15% bringen. Diesen Bonus bringt er uns, auch wenn wir ihn auf Biologie und Genetik setzen, würde er uns 15% geben. Das heißt, wir würden 15% schneller forschen. Jetzt kommt der knifflige Part. Wenn Jay Field jetzt zum Beispiel auf ein Projekt gesetzt werden würde, das da wäre aus der Sparte Power and Propulsion, was auch zufälligerweise sein Spezialgebiet ist, würde er uns insgesamt 60% Bonus geben. Weil, wenn Wissenschaftler an einem Themengebiet forschen, das ebenfalls mit ihrem Spezialgebiet übereinstimmt, dann wird dieser Bonus vervierfacht. Na, also das ist enorm wichtig zu wissen und das ist auch enorm wichtig im Kopf zu behalten. Hier sehen wir noch die maximale Anzahl an Laboren, die er verwalten kann. Derzeit haben wir gerade 5 freie Labore und 5 insgesamt auch verfügbar. So. Die wichtigste Forschung, die wir hier allerdings durchführen müssen, ist in der Sparte Construction and Production, und zwar ist das die Trans-Newtonian Technology. Also wir haben die Mineralien gefunden, wir haben uns darüber schon die Schädel eingeschlagen und 7 Milliarden Menschen umgebracht. Und jetzt wissen wir aber noch nicht mal, was wir damit anfangen können. Das heißt, wir müssen da noch ein bisschen Forschung reinstecken und dann in Richtung Trans-Newtonian Technology forschen. Jetzt ist das Problem, ich habe keinerlei Wissenschaftler, der auf diese Sparte passt. Also ich habe niemanden, der sein Spezialgebiet in Construction and Production hat. Das heißt, ich werde mir jetzt einfach Jay Field packen mit seinem Bonus von 15% und mich damit erstmal begnügen und ihm dann dieses Forschungsprojekt und sämtliche 5 Labore zuteilen. In sage und schreibe 4,5 Jahren wäre dann dieses Forschungsprojekt fertig. So, sämtliche anderen Reiter hier lasse ich jetzt erstmal unberührt. Environment, GMC, Teams, Civilian, bla bla bla. Das erkläre ich alles, wenn wir es brauchen. So, dann haben wir den ersten Teil schon mal erledigt. Und dann gehen wir in unsere, also hier die zweiten, der zweite Knopf würde hier direkt den Industriereiter aufmachen des gleichen Fensters. Der dritte Knopf würde direkt den Research-Reiter aufmachen vom gleichen Fenster. Und das hier Wealth. So, dann haben wir hier noch einen Knopf und zwar ist das Commanders. Dann gehen wir hier mal Leader Type Civilian Administrators und dann sehen wir, wir haben eine Stelle offen als Gouverneur der Erde. Und zwar brauchen wir dafür einen Administration-Rang von mindestens 2. Das heißt,
Elliot Perry, der arme Kerl von 21 Jahren, fällt leider direkt schon raus, weil er nur einen Administration-Rang von 1 hat. So, Benjamin Russell zum Beispiel wäre möglich, Peter Warner genauso wie Ben Brown. Schauen wir uns die doch mal an, was die uns für Boni bringen. Logistics-Bonus von 10% brauchen wir nicht. Mining-Bonus 20%, das ist schon mal nicht schlecht. Alles andere ist uninteressant für uns. Und der hier ist krass. So. Da haben wir Shipbuilding-Bonus von 10%, Wealth Creation, das heißt, wir werden reicher. Mining-Bonus 10%, wichtig, brauchen wir. Und Population Growth-Bonus 15%. Ja, ist doch schon mal schön. Ja, der gute Ben Brown, herzlichen Glückwunsch, Gouverneur der Erde. So einfach kann das gehen. So, Naval Officers, da gehen wir mal auf Staff Officers und dann gucken wir uns hier Vice Chancellor an. Das ist nämlich der Rang, den es mindestens braucht, um Flottenkommandeur zu werden. Also quasi sowas wie unser Admiral. Entschuldigung. Und die Zahl hier daneben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das ist quasi der Rang. Wir brauchen mindestens einen Rang 3, das heißt Vice Chancellor. Drunter, Chancellor, ist nix. So, Rang 3, 2 oder 1 ist möglich. So, dann gucken wir uns doch mal die Leute kurz an. Terraforming-Bonus 25%, das ist schon mal nicht schlecht, wenn wir dann später Terraforming betreiben wollen. Hier haben wir ein paar mehr, also mir ist es jetzt irgendwie zu doof, hier alle durchzugucken, deswegen nehmen wir uns einfach hier schon mal Terraforming-Bonus. So, Anna McKenzie, herzlichen Glückwunsch, 34 Jahre alt und schon Flottenkommandeurin. Und den Rest unserer Offiziere lassen wir automatisch zuweisen. So, das war's hiermit. Und dann haben wir eigentlich schon alles eingestellt, was wir gerade einstellen müssen und gerade im Moment brauchen. Dann klicken wir hier auf Auto-Turns, das heißt, er macht jetzt nicht nur eine. Ah ja, genau, eine Sache wollte ich noch machen, und zwar Display Show Events. Das ist wichtig, damit wir eingeblendet kriegen, was gerade passiert. Ja, die Auto-Turns sind deswegen interessant, weil man dann halt nicht nur eine Runde nach vorne geht, sondern so lange vorwärts, bis was Wichtiges passiert. Und dann klicken wir hier direkt mal 30 Tage und dann springt das hier Monat für Monat. Hier unten sehen wir jetzt die ganzen Sachen aufgelistet, die gerade passieren. Die sind für uns alle ja, interessant zu wissen, aber nicht wichtig. Deswegen läuft das jetzt einfach weiter. Und puff, haben wir schon ein Jahr rumgebracht. Jetzt haben wir Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Puff, das zweite Jahr rum. Und so geht das jetzt weiter, bis wir dann halt irgendwann mal unsere Forschung abgeschlossen haben. Ach ja, während des Spiels werden ab und an mal Fehlermeldungen aufploppen. Lasst euch davon nicht irritieren. Das Spiel läuft trotzdem weiter, ist unglaublich stabil. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon mal, dass es läuft und dass ich das jetzt auch aufnehmen kann. So, und jetzt sehen wir hier unten Research Completed Sol, also in unserem Sonnensystem. A team on Earth led by Jay Field has completed research into Transneptunian technology. Perfekt, das ist genau das, was wir brauchen. Jetzt gucken wir doch mal hier in Industrie rein. Oh mein Gott, jetzt haben wir plötzlich wesentlich mehr zu bauen. Ja, diese konventionellen Industriefabriken, die wir haben, die 1000 Stück, sind zwar ganz schön und recht. Allerdings, wenn wir so eine Art spezialisierte Fabrik bauen, ist die fünfmal effektiver. Also wenn wir jetzt zum Beispiel unsere CI, Conventional Industry, in Construction Factories umwandeln, würden wir anstatt 1000, oder nee, sind die 20 mal? Ich weiß es gar nicht mehr, wie viel effektiver die sind. Auf jeden Fall wesentlich, wesentlich effektiver. Hätten wir auf jeden Fall wesentlich mehr Punkte Construction. Dann können wir hier noch Conventional Industry zu Fuel Refinery umwandeln und natürlich auch in Minen. Ja, das brauchen wir alles. Ich würde aber sagen, die Fuel Refineries, die baue ich irgendwann mal, wenn ich sie wirklich brauche, weil gerade derzeit haben wir fast 10 Millionen Liter Treibstoff, was uns erstmal ein bisschen reichen sollte. So, dann fangen wir mal an. Jetzt wird es interessant. So,
Conventional Industry in Construction Factory umwandeln. Und zwar nehmen wir da 500. Also genau die Hälfte von denen, die wir jetzt gerade haben. Prozentzahl beschreibt oder Percentage beschreibt quasi die Auslastung unserer derzeitigen Fabriken. Also wenn wir dieses Projekt jetzt zur Hälfte oder halb so schnell laufen lassen wollen würden, weil wir gleichzeitig noch was anderes produzieren wollen, können wir das jetzt hier zum Beispiel auf 50% stellen, puff, dann wird 50% unserer Produktion in diese Umwandlung zu Construction Factories eingeleitet. So, dann brauchen wir noch Minen. Da werden es ebenfalls 500 und die laufen ebenfalls zu 50%. Das heißt, 100% unserer Kapazität sind fertig und beide Sachen laufen gleichzeitig. So, da haben wir 500, 500. Das klingt doch nach einem schönen, nach einer schönen Balance. So, Mining und Maintenance brauchen wir erstmal nicht. Warte, bleiben wir mal noch kurz hier in Industry. Ich möchte auf jeden Fall danach Research Labs. Und zwar sage und schreibe, was haben wir? 5. Dann machen wir noch mal, bauen wir nochmal 15. Die bauen wir dann aber mit 100% Auslastung. Create. Und brauchen wir sonst noch irgendwas? Fuel Refinery. Da bauen wir mal 10 Stück. Ebenfalls Percentage 100 und dann brauchen wir noch ein Commercial Shipyard Complex. Dann bauen wir, wie viel bauen wir denn da? 2. Puff. Und dann war es das erstmal. So. Manage Shipyards. Da sollte ich mal anfangen, die ein bisschen auszubauen. 10.000 Tonnen Kapazität. Kostet uns 2.400 Mineralien. Also Geld kostet das quasi nur. Wie wird denn das berechnet? Weiß ich gar nicht mehr. Ach, ist egal. So, 10.000 Tonnen pro Slipway werden wir hinzufügen. Das kostet uns 1.200 Duranium. Wir haben gerade im Moment 4.400 und 1.200 Neutronium. Davon haben wir gerade 2.500. So, Set Activity. Das dauert bis 2038, bis das fertig ist. Also ganz schön lang. So, dann haben wir das erledigt und jetzt müssen wir eine neue Forschung einstellen. Oh cool, wir haben jetzt auch eine Person mit, oh zwei sogar, zwei Personen mit Spezialgebiet Construction and Production. Die hätten wir mal vorher gebraucht. Was wir jetzt definitiv brauchen als erstes ist Power and Propulsion. Wir brauchen eine neue Art und Weise von A nach B zu kommen. Und zwar hatten wir bisher die Raketen, die wir unter die Apollo geschnallt haben. Die ist schön und gut, um zum Mond zu kommen, aber dafür haben wir halt dann auch schon irgendwie 1,5 Tage gebraucht, um zum Mond zu kommen. Wir wollen das Ganze natürlich wesentlich schneller erreichen. Deswegen erforschen wir erstmal einen neuen Reaktor, weil das ist nämlich die Grundvoraussetzung für nuklear-thermale Antriebe. So, dafür haben wir nur eine Person, die dafür in Frage kommt. Mal wieder unser guter Jay Field. Bam. So, der darf die Forschung jetzt durchführen. 2030 ist die fertig, also nächstes Jahr. Und dann, ja, würde ich mal sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und was wir dann mit diesem Antrieb machen, seht ihr dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann kommentiert unten schön fleißig. Ich kann hier in diesem Spiel übrigens auch alles umbenennen. Also wenn ihr irgendwann mal eine Schiffsklasse oder sonst irgendwas nach euch benannt haben möchtet, sagt mir Bescheid. Und gib mir den Namen in der Nachricht unter oder in dem Kommentar, sodass ich darauf eingehen kann. So, dann wie gesagt, vielen Dank. Verbreitet die Videos, wenn ihr wollt. Also wenn ihr findet, das ist ein super Spiel oder könnte einen Kumpel interessieren, sagt dem Bescheid. Und dann freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, ciao, euer Manu.